Servus und willkommen zu Forts im 1 gegen 1. Auf Vanilla heißt es heute Team 1 mit Warzenschwein gegen Team 2 mit Spion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Game. So, und da wären wir in-game. Wir sind links mit dem Warzenschwein und rechts ist unser Gegner. Ich habe keine Ahnung, wer es ist, weil in der Lobby bekam ich nur drei Fragezeichen angezeigt. Also gehe ich davon aus, dass er irgendwo aus dem asiatischen, russischen Raum kommt, weil die Schriftzeichen werden ja hier nicht angezeigt. Aber ich habe mit dem 3-4 Games gemacht, die waren echt schön und ein paar will ich euch auch zeigen. Und wir gehen direkt ins Game. Ich habe mich hier oben erstmal direkt verbaut, aber was soll's, ich bekam meine beiden Turbinen, die dritte Mine, die Werkstatt und erstmal, ja, die vierte Mine noch und jetzt wird gespart, weil ich wollte gar keinen kleinen Scheißdreck haben, ich wollte direkt Kanone, 20mm und eventuell eine Haubitze haben und dem Kollegen hier gleich mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Ansonsten auf der anderen Seite auch vier Minen, eine traurige Windturbine, hier kommt die Waffenkammer und wir haben hier einen Dreieraufbau. Also das heißt, das sind halt Zweierstreben, das ist eine Dreierstrebe. Hier einfach rausgezogen, runtergesetzt und das wird gern gemacht, das wird häufig gemacht und das ist stabil. Bei ihm kommt hier die fünfte Mine, jetzt hier noch die innenliegende Struktur verstärken und bei uns die Werkstatt ist durch. Wir placen noch keine fünfte Mine. Ich will erst hier die Munitionskammer haben. Die Werkstatt wird verkauft und hier kommt gleich die fünfte Mine. Wie gesagt, ich wollte mich gar nicht mit irgendwelchem Kleingemüse wie Minigunner, Mörser, Basser irgendwie aufhalten. Ich wollte direkt die Kanonen. Deswegen hier was ganz, ganz Seltenes, was ihr bei mir fast nie sehen werdet. Ich habe hier gerade einen T2 Tech Rush gemacht. Ganz selten bei mir, kommt aber auch mal vor. Auf der anderen Seite, hier kommt ein EMP-Launcher. Man will die Tech ja nicht einfach umsonst gekauft haben. Das macht er auch gut, weil wenn er schon die Tech nicht spielen will, einfach mal eine EMP rausholen. Mich nerven, weil wenn das Ding einschlägt, das wird den Core auf jeden Fall deaktivieren. Was nun mal Ressourcen? Jo, das kostet einfach Ressourcen, die Produktion ist gehemmt. Und auf der anderen Seite war die Tech nicht umsonst, weil klar, der EMP-Launcher kostet nochmal Geld, die Ressourcen zum Abfeuern und so weiter und so fort. Aber der Schaden hier, das Deaktivieren der beiden Turbinen, des Kerns und der Tech, das ist es 100-mal wert. Weil ich muss auf diesen blöden EMP-Launcher reagieren und ihr seht, eine Windturbine ist Geschichte und schon hat sich das Ding wieder bezahlt gemacht. Und ja, wir haben zwar jetzt den Tech-Vorteil, dass hier die T2 gleich durchgelaufen ist und hier ist ein Gunner im Aufbau, aber die EMP kommt nochmal durch und nimmt uns unsere Energieproduktion. Auf der anderen Seite, ihr seht, ist hier die T2 im Aufbau und wir können gerade nichts machen, wir müssen auf diesen Gunner warten. Und hier, das Ding schlägt wieder ein, die Turbine ist fast hinüber. Die Kanone ist im Aufbau deaktiviert und wenn er nicht Spion spielen würde, wüsste er, dass hier oben irgendwas im Aufbau ist. Hier schon wieder den Kern deaktiviert, die Turbine, den Gunner im Aufbau und hier unten kommen noch zwei weitere, weil ich mir nicht sicher war, ob der jemals fertig wird. Der wurde fertig, konnte die EMP auch Gott sei Dank ausschalten und sein Sniper holt den direkt raus. Ich habe hier unten Gott sei Dank noch zwei Gunner, aber die sind halt bereit, das heißt die EMP, ja, deaktiviert wieder die Kanone und die Turbine. Ich schaue hier Sandsäcke vor, damit die Turbine wenigstens nicht kaputt geschossen wird. Ansonsten sind jetzt ein paar Gunner am Start und der erste ist total besoffen und trifft gar nichts. Wie immer eigentlich. Und jetzt kriegt er mit, hier sind drei Gunner mit drei Toren. Der EMP-Launcher hat sich bezahlt gemacht, wurde auch verkauft, genauso wie die Tech. Und ja, also den Nutzen, den er rausgezogen hat, der war riesig. Er hat uns Gunner weggeholt, er hat uns Turbinen weggeholt, gezwungen hier vorzubauen.
Und währenddessen konnte er sparen und baut sich hier ganz still und heimlich einen Howie und verkauft auch hier die beiden Lager. Das, was im Weg ist, das, ja, wahrscheinlich, weil er da unten einfach keins haben will oder weil er eh nur eins braucht für eine Vogelkanone, keine Ahnung. Aber er hat hier einen kleinen Fehler gemacht. Er hat uns dazu gebracht, dass wir Gunner bauen wegen der EMP. Und genau die Gunner können dann den Howie blocken. Ja, den Fehler mache ich auch ab und an mit Firebird, wenn ich Mercer spiele und dann auf die Nuke umschwenk. Jo, egal ob Mercer oder Nuke, Gunner blocken beides. Von daher, man sollte vorher nachdenken, was man weiterführend spielen will. Weil jetzt hat er mich mit der EMP quasi vorgewarnt. Und ich habe Gunner am Start, ohne dass ich was von dem Howie weiß. Ansonsten, hier kommen noch drei Gunner bei ihm und ein Sniper. Die Windproduktion bei ihm ist nur durch Sandsäcke geschützt. Das heißt, die Kanone kann hier durchballern. Meine Aktive ist ready und mit dem Bonusschaden hier einfach ein bisschen Core Damage reingedrückt. Auf der anderen Seite zieht er seine Aktive, beklaut uns und sieht unser Fort und sieht, da oben ist eine Kanone. Hier sind drei Gunner. Stahl auf Stahl. Und hier will ich die Gunner mit meinen Gunnern gerade einfach während dem Placen erschießen. Einen bekam ich nicht. Und hier die gesamte Windproduktion abgeräumt. Das heißt, er läuft gerade ohne Energie. Und hier wieder mit den Gunnern rübergehalten. Verliere einen Gunner, holt zwei von ihm weg. Ist vollkommen in Ordnung. Er muss hier auch seine Turbinen replacen. Also von daher für uns alles ganz fein gelaufen. Hier kommt der dritte Gunner wieder. Und bei ihm wird der Howie gerade bereit gemacht. Und der kann echt hässlich sein. Nochmal die beiden Turbinen abgeräumt. Hier kommt der Howie-Shot. Und die beiden Gunner können mir hier gerade übelst den Arsch retten. Wäre der Howie-Shot durch die offene Tür hier reingeflogen, wäre es sofort GG gewesen. Ich krieg mit, dass er doch schwere Waffen am Start hat. Hier kommen nochmal drei Gunner und direkt eine Repair Station, weil er hatte eben eine EMP. Das heißt, rein theoretisch kann er auch irgendwo hier oben noch an einem Smoke Launcher basteln. Und das wollte ich einfach direkt countern. Hier, der Howie Shot bei sechs Gunnern, gar keine Chance mehr. Die erschießen sogar noch nebenbei den kleinen Gunner hier unten. Und hier mit der Cannon nochmal reingesammelt. Leider ohne die Aktive kein Core Damage. Und wir haben hier unsere Windproduktion erweitert, weil an der hat es ein bisschen gehapert. Aber gut, er ist Spook. Das heißt, er beklaut uns auch die ganze Zeit. Das könnte erklären, warum wir gefühlt nie genug Energie hatten. So wie jetzt gerade. Also 2000 Energie einfach zu verschenken, das tut schon weh. Das will man eigentlich gar nicht. Ansonsten kommt jetzt hier ein Energieschild und noch zwei weitere Turbinen, weil, ja, wenn die Kanone da andauernd reinsichelt, das ist schon sehr unangenehm. Auf der anderen Seite, hier kommt eine 20mm und ein Sniper. Hier habe ich probiert, jetzt für den Howie mich nach und nach einzuaimen, weil ich sehe, hier ist Hintergrundholz, das heißt, ich muss in die Kerbe irgendwo reinschlagen. Und mein Sniper, der nähert sich jetzt auch mal an und testet mal vor, was denn hier so ist. Eben hier unten für die Gunner den Spot geklärt, da ist nichts. Der Gunner geht auch flöten. Und er zieht schon wieder die Aktive und beklaut uns. Während wir hier langsam seinen Spot von der Howie ins Visier holen, ist hier oben bei ihm eine Kanone im Aufbau. Die ist auch mit Holz geschützt. Nicht so massiv, dass wir nicht mit Gewalt durch könnten. Aber es würde uns ein bisschen Zeit kosten. Auf der anderen Seite schießen jetzt die Gunner einfach wild rüber, weil meine Fähigkeit war quasi zu 99% aufgeladen und hat noch ein bisschen gefehlt, weil ich wollte die 20mm und die Kanone mit der aktiven schießen. Deswegen jetzt noch den Sniper irgendwo reingehalten. Hauptsache ein bisschen Damage, damit die aktive aufgeladen ist. Und ja, es ist ja egal, wohin ich schieße, Hauptsache ich mache Damage, weil das dir die Fähigkeit auf. Jetzt ist er ready und die 20mm mit dem Bonus Damage drückt sich hier schön rein und die Kanone hinterher und wieder Core Damage und wir kommen verdammt nah ran. Hier oben mittlerweile eine Flak am Start. Ich denke mal,
Die soll die Gunner hier unten ausschalten. Am besten wäre es, wenn es eine Shotgun werden würde. Und hier verlieren wir unseren Sniper. Bisschen doof gelaufen, aber ich war gerade hier beim Absichern und hier bei einem innenliegenden Spot am Basteln. Er beklaut uns wieder kräftig. Jo, also das ist das, was ich an Spionen so leidisch finde. Wir gönnen uns hier eine Kanone im Fort und eigentlich verdeckt gebaut, weil ich käme niemals auf die Idee, dass hier eine Kanone sitzt. Er schon, er hat es ja gesehen. Und ja, ansonsten hier oben ein bisschen freigemacht. Hier kommt nochmal eine Flak und seine Cannon ist jetzt eigentlich, ja, die ist ready. Und ich denke mal, die schickt auch gleich den ersten groß. Der Gunner wird verkauft, weil das hier wird, ja, der Schusskanal für die zweite Kanone da unten werden. Und mit zwei Kanonen und der 20mm plus der aktiven kann ich mich hier einfach mit hohem Schaden und einfach purer Gewalt durchfräsen. Allerdings sind wir gehemmt, weil sein Cannonshot, ihr habt es gesehen, hat uns hier einfach die ganze Energieproduktion weggesammelt. Wir haben zwar noch zwei Stück hier oben, aber ja, das sind halt 6 gewesen vorher, jetzt sind es noch 2. Wir konnten uns rächen, ihm hier auch nochmal 2 wegschießen, aber da er uns ja ständig beklaut, produzieren wir für ihn ja mit Strom, von daher, es ist so ein bisschen semi-uncool. Hier oben kommen noch 2 Gunner, weil ich nicht sicher war, ob die 5 da unten ausreichen für den Howie oder was er noch hier oben irgendwo baut. Die aktive gezogen und mit der 20mm einfach den Schaden verteilt. Hier wollte ich eigentlich schießen, aber ihr seht, die aktive läuft, das heißt, er hat mich beklaut. Ich musste warten und hier verliere ich wieder meine Windenergie. Hier unten für den Howie wieder geämmt, nochmal Core Damage gemacht. Und gleich ist unsere zweite Kanone ready. Ich hocke hier auf einem kleinen Podest, verliere hier oben einen Gunner, aber nicht so tragisch. Die 5 da unten können den Howie immer noch handeln. Und jetzt sind 2 Kanonen am Start und die 20mm. Jetzt muss ich nur noch genug Energie sammeln, damit ich hier einfach den Kern bzw. den Howie einfach brachial da rausballern kann. Hier oben kommt noch ein kleiner Gunner hinter dem Tor und er zieht die aktive, beklaut mich wieder mal, das heißt, das Ansparen von Energie dauert länger. Diesmal hittet er nur das Metall, von daher alles in Ordnung, weil mehr DPS hat er gerade nicht, außer der Howie, aber der wird bei den 5 Gunnern, also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gunnern niemals durchkommen. Die 20mm schicken Gruß, macht nur mal ein bisschen Schweizer Käse hier im Holztumor vorm Kern. Und hier kommt sein Upgrade Center, wo bei uns die Batterie kommt. Also gehe ich stark davon aus, dass diese Flak eine Shotgun werden soll. Er zieht nochmal seine aktive, beklaut uns nochmal. Das heißt, das Sparen von Energie dauert nochmal länger. Und jetzt haben wir auf 3 Ebenen Turbine verteilt, damit so ein Cannonshot uns nicht mehr ganz rauswirft. Derweil zieht er hier noch Stahl ein. Also, wenn das Warzenschwein die Muskeln spielen lässt, dann hilft das auch nicht viel. Und hier der erste Cannonshot nach unten und ihr seht's, das frisst sich hier brachial durch und hier wurden wir gedorsniped. Und leider GG. Hat er saugut gemacht. Er hat geschrieben später, Lucky Shot. Aber ich denke eher, dass er den Aim dafür hatte, um uns hier gezielt rauszunehmen. Und ich fand, es war auch ein saugutes Game. Hat er saugut gemacht. Hut ab. Ich weiß nicht, wer es war, aber ich fand, es war ein schönes Spiel. Ich hoffe, ihr seht es genauso. Wenn ja, über ein Like, Kommentar oder Abo würde ich mich freuen. Ansonsten genießt die schönen Tage, wenn noch welche kommen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.